Hallo ihr Lieben, ich grüße dich, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich bin wieder zurück aus der Auszeithütte. Ja, wenn du das letzte Video gesehen hast, weißt du, ich habe mich eine Woche zurückgezogen von Sonntag zu Sonntag auf eine Auszeithütte in einem Bereich, wo es keinen Strom gab, also keine Elektrizität, auch keine Handystrahlung, keine Internetverbindung. Ich hatte auch kein fließend Wasser da in der Hütte oder irgendwie Sanitäranlagen. Nichts, ja. Ich hatte nur mich selbst, die Hütte. Es waren etwa 9 Quadratmeter. In der Hütte stand ein Bett, ein Regal, ein Tisch, ein Stuhl. Ja, und der Ofen eben, der Holzofen. Ansonsten war auch in der Hütte nichts, überhaupt nichts. Ein Spiegel hing noch an der Wand und so ein kleines Brettchen, ein kleines Regal hing noch an der Wand. Aber kein Schrank, gar nichts. Ja, da habe ich dann eine Woche Zeit verbracht. Ich hatte es im Vorfeld, wenn du das letzte Video nicht gesehen hast, ich verlinke es dir gerne hier oben in der Infobox, im Vorfeld schon das Gefühl, es wird die längste Woche meines Lebens. Und es war auch eine sehr lange Woche. Also die Tage hatten gefühlte 24 Stunden und auch die Nächte hatten gefühlte 24 Stunden. Nicht etwa, weil ich nachts nicht schlafen konnte, vor Ängsten oder so, sondern ja, ich habe ja tagsüber nichts weiter gemacht, als einfach nur da zu sein. Ich war natürlich viel unterwegs in den Wäldern, war viel unterwegs auch auf den ein oder anderen Hügel oder Berg hochgekraxelt. Aber ich war ja jetzt abends nicht müde, dass ich mich da riesig aufs Bett gefreut hätte, sondern lag da auch einfach nachts. Ich lag nicht unbedingt unruhig wach da, aber ich war wach. Also im Hinblick oder im Vergleich zum Waldbaden, was wir ja als gesamte Familie in diesem Jahr gemacht hatten, bevor wir dann so das Kontrastprogramm auf der AIDA hatten, waren wir ja im Wald unterwegs, hatten im Wald geschlafen. Das war nochmal was ganz anderes. Also draußen im Wald zu schlafen, in freier Natur, ohne Zelt, einfach nur auf dem Boden zu liegen, im Schlafsack in den Himmel zu schauen, hatte nochmal eine ganz andere Energie. Aber jetzt war ich ja nun mal in dieser Hütte und ja, es wäre auch viel zu kalt gewesen da draußen oder dazu hätte ich kein Equipment, keinen Schlafsack-Utensilien gehabt, um draußen zu schlafen, weil es nachts doch schon etwa 4 Grad draußen waren. Ansonsten hatte ich ja angekündigt, dass ich nichts dabei habe zum Schreiben, auch nichts zum Lesen, nichts zum Hören, weil ich mich ja mit nichts ablenken wollte, sondern mich wirklich ganz einzig und alleine auf mich selbst konzentrieren wollte und mich mit mir selbst in erster Linie mit meiner Zukunft beschäftigen wollte. Habe ich auch gemacht. Weniger in der Vergangenheit graben, aber wenn Themen aufkommen sollten, wo es an der Zeit war, nochmal etwas anzuschauen aus der Vergangenheit, dann habe ich mir einfach gesagt, dann darf das auch sein und dann lasse ich mich auch in diesen Prozess hinein. Also hatte ich auch entsprechend viele Tempotaschentücher dabei, weil ich einfach gedacht habe, da werden viele Tränen fließen. Es sind auch einige Tränen geflossen, allerdings nicht, weil ich ja in irgendwelchen Prozessen drin war, um irgendwelche Dinge in Heilung zu bringen, sondern wenn Tränen geflossen sind, dann einfach nur, weil ich Heimweh hatte nach meinem Mann und ja, weil ich auch die Kinder vermisst hatte. Klar, auch nach den Kindern hatte ich Heimweh, auch wenn die jetzt schon erwachsen sind. Trotzdem hatte ich Heimweh, aber in erster Linie auch nach meinem Mann. Das war also mit die heftigste Erfahrung, auch wenn wir schon seit 1995 zusammen sind. Das war mit die größte Herausforderung, sonntags nachmittags Abschied zu nehmen und zu wissen, okay, ich hatte ja auch kein Telefon dabei, ich hätte ja auch nicht telefonieren können, so jeden Tag, hallo Schatz, wie geht's? Da war ja nichts, zu wissen, eine Woche lang keinen Kontakt zu haben. Das war das Heftigste. Und so bin ich auf dem Hinweg auf die Idee gekommen, mein Mann hatte mich ja hingebracht. Ich muss noch was zum Fasten sagen. Ich hatte ja, auch das verlinke ich dir gerne oben in der Infobox, noch zur Vorbereitung des Fastens und zur Vorbereitung auf diese Hütte. Donnerstags einen Termin bei einer Heilpraktikerin und hatte eine Hydrokolontherapie gemacht. Diesen Gedanken hatte ich schon lange in mir und wollte das auch einfach mal machen, so eine komplette Darmreinigung. Und danach auch
nur noch ein bisschen Obst oder Gemüse essen, Mono essen und dann eben komplett ins Fasten gehen in dieser Woche. Von diesem Plan bin ich abgewichen, aus einem Grund. Mein Mann hatte mich hingefahren und die Vermieterin von dieser Hütte ist Seminarköchin und die kocht wirklich fantastisch. Ich hatte bei ihr dann Essen bestellt für meinen Mann, damit, wenn er dann zurückfährt, doch noch was gegessen hat. Und dann hat es sich für mich irgendwie nicht gut angefühlt, weil wir uns ja dann auch ja, ein gefühltes Jahr, sprich eine Woche, nicht sehen würden. Ihn dann alleine da hinzuhocken und essen zu lassen und ich hocke dann einfach nur dabei. Ich fand es einfach schön, vielleicht auch so ein bisschen für mich selbst. Beides spielt sicherlich mit eine Rolle, zu sagen, okay, ich esse dann auch noch ein bisschen was mit. Nun hatte ich ja dann aufgrund dessen das Thema, dass ich doch was gegessen hatte und so einfach ab dem nächsten Tag nichts mehr essen, ohne Darmreinigung, also ohne nochmal selbst einen Einlauf zu machen. Ich führe ja auch vorbereitend nicht ab mit Glaubersalz, sondern mache das ja mit Cassia Fistula, eine ganz sanfte Variante. Habe ich auch mal ein Video zugemacht, verlinke ich dir auch gerne in der Infobox. Ja, musste ich ja da irgendwie den Kompromiss schließen. So gab es Saftfasten für mich, dann 3 Tage, das heißt sonntags hatte ich mittags mit meinem Mann noch ein bisschen was gegessen, hatte mir zu Hause schon Cassia Fistula vorbereitet, 4 Gläschen, was ich getrunken hatte, weil in der Hütte ohne Toilette in direkter Nähe, es gab eine Bio-Kompost-Toilette, die etwa, ja, weiß nicht, 20 Meter entfernt war, wo ich auch hinlaufen musste, die da so am Waldesrand eben auch war. Ich war zwar die Einzige, die diese Toilette benutzt hatte, aber naja, mit Auslauf dann da hantieren, hat sich dann nicht für mich gut angefühlt. Deshalb habe ich dann nur mit der Cassia Fistula, weil die greift auch nicht die Darmwände an, die treibt wirklich nur die Giftstoffe raus, also das, was wirklich nicht in den Körper gehört. Von daher ist das immer unterschiedlich. Kann man jetzt sagen, wie bei Glaubersalz oder so, dass man einen wahnsinnigen Durchfall hat und ja, stundenlang auf der Toilette hocken muss. Das ist bei der Cassia Fistula was ganz Natürliches und ja, aus der Natur einfach. Das hatte ich mit. Und da ich ja wusste, es ist kalt, hatte ich mir noch 3 Flaschen Saft zu Hause vorbereitet. Den Saft hatte ich gemacht aus Süßkartoffel, Karotten, Orange, Zitrone und Äpfel vom Baum von uns hier hinterm Haus. Und rote Beete, genau, rote Beete hatte ich noch mit dabei. So, das heißt, ich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch jeden Tag eine Flasche Saft getrunken, etwa über Mittag. Am späten Vormittag das Gläschen Cassia Fistula getrunken und dann so gegen 12, 1 Uhr eine Flasche Saft. Aber diese Flasche Saft, ich glaube, da ist drin 700 Milliliter in diesen Glasflaschen, die ich da habe. Zum Saftfasten hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, fällt mir gerade ein, verlinke ich dir auch, kannst du auch mal gerne reinschauen, wenn du möchtest. Diesen Saft habe ich dann allerdings kredenzt. Ich habe eine gute Stunde an einer Flasche Saft getrunken, Schlückchen für Schlückchen genossen. Das war dann so meine Mahlzeit und am Vormittag habe ich immer schon geschaut, dass ich etwa bis 10, 11 Uhr einen guten Liter warmes Wasser getrunken hatte. Ich hatte so einen kleinen Topf von zu Hause mitgenommen, da habe ich dann immer Wasser reingefüllt und das auf dem Herd warm werden lassen und hatte so immer warmes Wasser und habe das dann eben auch schlückchenweise getrunken und habe alle möglichen verschiedenen fantasiereichen Geschmacksrichtungen aus diesem Wasser einfach entnommen. Also es ist schon interessant, wie der Geschmack, wie die Geschmacksnerven sich da einfach verändern. Ja, donnerstags habe ich dann einen Tag in der Tat gar nichts gegessen und Freitag und Samstag, Sonntag hat mein Mann mich ja nochmal abgeholt, aber auch nochmal vorgesehen, dass wir gemeinsam was essen. Klar, für mich gab es wirklich nur eine ganz kleine Portion, aber ich habe da ja auch nochmal mit Essen angefangen und dann kennt man ja so dieses Fastenbrechen. Das heißt, für Freitag und Samstag hatte ich mir dann ein bisschen Obst besorgt, hatte jeweils eine kleine Banane, eine kleine Roma-Tomate, einen kleinen Apfel, hatte sogar noch eine Avocado bekommen, eine kleine, habe jeweils eine halbe Avocado gegessen und an einem Tag, das war freitags, glaube ich, genau, hatte ich noch so 10 kleine Zwetschgen, nee, das war samstags, 10 kleine Zwetschgen. Die hatte ich auch noch gegessen mit in erster Linie ein paar Brennnesseln und ein paar Wildkräuter, die einfach so gerade da in meiner Nähe standen. Aber war ich draußen unterwegs.
wo ich das dann einfach mit hatte und hatte so ein Schweizer Messer dabei, mir Bananenstückchen für Bananenstückchen abgeschnitten, Apfelschnitz für Apfelschnitz, ganz dünn geschnitten, dazwischen manchmal so eine Brennnesselblatt gelegt, das ein bisschen in der Hand zerrieben, um die Brennhaare einfach zu brechen. Und ja, du glaubst gar nicht, wie toll sowas dann einfach schmecken kann. Und ich hatte auch keinen Hunger gelitten, also ich war danach wirklich total gesättigt. Das war es, die einzige Mahlzeit, die ich dann jeweils freitags und samstags zu mir genommen hatte. Und sonntags gab es dann ein sehr tränenreiches Wiedersehen mit meinem Mann. Und da haben wir dann auch gemeinsam eben da gegessen. Ja, wie hat ansonsten mein Tag ausgeschaut? Ich musste mir mein Holz natürlich morgens besorgen zum Wärmen im Ofen. Ich musste mir an der Quelle meine Tagesration Wasser, ich hatte so 2 Liter Flaschen, Glasflaschen Wasser dabei. Ich musste mir meine Tagesration Wasser an der Quelle jeweils besorgen. Dann gab es da so ein, wie viel werden da drin sein, 5 Liter Wassertank mit so einer Öffnung unten. Draußen stand der. Ich hatte natürlich ökologisch abbaubare Seife dabei. Da war so eine Wasserschale. Und dieser 5-Liter-Tank, den musste ich auch regelmäßig auffüllen, weil das war mein Wasser zur Körperpflege, sprich Katzenwäsche, mehr gab es draußen nicht. Ja, das musste ich mir dann besorgen und habe den Tag dann ansonsten wirklich damit verbracht, mit Meditieren, viel auch mit Kerzenlicht. Ich hatte Kerzen in der Hütte noch. Ja, viel reflektiert, mich aber auch ganz, ganz enorm auf die Zukunft ausgerichtet. Ich war ja ein Wochenende zuvor mit meiner Tochter in Düsseldorf bei einem der bekanntesten, für mich bekanntesten und ja, größten, besten Persönlichkeitstrainer Deutschlands derzeit, bei Christian Bischoff. Das habe ich nochmal alles so Revue passieren lassen, mich für die Zukunft ausgerichtet. War natürlich auch viel draußen, eben auch schon erwähnt, und habe die ersten 3 Tage gemerkt, dass ich doch noch sehr viel Schlaf brauche, bin dann zurückgekommen in die Hütte und habe wirklich manchmal einfach alles hingelegt und mich nur aufs Bett fallen lassen und einfach mal manchmal eine Viertelstunde da gelegen und geschlafen, manchmal eine Stunde geschlafen. Und ja, aber ab donnerstags war das Schlafbedürfnis dann weniger, da habe ich glaube ich auch tagsüber kein Schläfchen mehr gehalten. Donnerstags hatte ich so einen kleinen Durchhänger körperlich gesehen, da hat mir so mein ganzes Knochensystem wehgetan, da ist irgendwas in meinen Knochen im Hinblick auf Entgiftung wahrscheinlich geschehen. Und dienstagsabends, da hatte ich so das totale Kopfkino, habe ich gemerkt, dass ich in meinem früheren Leben doch wohl zu viele Krimis schon geschaut habe. Da habe ich einfach gedacht, ich packe das heute Abend nicht, hier alleine in der Hütte zu sein, nachts, wenn es dunkel ist. Da war es wirklich, da war schwarz draußen. Bei uns hier sieht man ja immer noch irgendwo, da sind ja Lichter irgendwo. Das ist ja zwar dunkel bei uns, aber nicht so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht. Und dort auf dem Berg, mitten im Wald, mitten in dieser Waldlichtung, das war schwarz, da war nichts. Und da hatte ich so einige Momente, mich über dieses absurde Kopfkino zum einen gewundert. Muss jetzt einen Flieger fliegen. Und habe dann ein bisschen mit mir gekämpft. Ich kann nicht sagen, dass ich wirkliche Ängste hatte, aber es war einfach so ein mulmiges Gefühl. Mit mir ein bisschen gekämpft, ob ich nicht doch die Taschenlampe noch hole, bevor es ganz dunkel ist. Und runter ans Haus laufe. Weiß nicht, das werden so, keine Ahnung, 100 Meter sein. Dort gab es so eine Küche, die ich hätte auch mitnutzen können, und mich dort dann einfach auf den Boden legen zum Schlafen. Habe ich letzten Endes nicht gemacht, ich bin in der Hütte geblieben. Ich fand es einfach hochinteressant, wieso dieses Kopfkino da, ja, losging. Und ich es einfach nicht abschalten konnte. Ich habe die Gedanken beobachtet und das war ein bisschen heftig. Aber wie gesagt, ich habe es überstanden. Und ansonsten fand ich so interessant, ich hatte mit der Vermieterin von der Hütte mal gesprochen. Also diese Hütte, die steht total am Waldesrand, ganz abgeschieden. Da führt auch kein Weg vorbei. Das sind rechts und links wirklich so die Hänge von dem Wald. Und in der Mitte, das ist wie so eine ovale Lichtung, auch ein bisschen höglich. Ein bisschen weiter weg steht noch so ein großes Tippizelt. Sie hat von einer Gebärmutter gesprochen. Sie hat so gesagt, diese Anlage hier, diese Waldlichtung, das ist wie eine Gebärmutter.
Und das hat auch einfach dazu gepasst. Man kann so, ja, so sein Leben neu gebären. Man kann so in ein Leben neu reinschlupfen, wenn man sich dann auch auf diesen Prozess einlassen möchte. Und das war letzten Endes auch so meine mentale Ausrichtung. Denn auf dem Weg dahin im Auto bin ich auf die Idee gekommen, plötzlich war das da, ohne mir Gedanken zu machen. Ich bin von Sonntag bis Sonntag da und ich könnte mir jeden Tag ein einziges Chakra vornehmen. Also ich könnte anfangen beim Wurzelchakra und mich an einem Tag wirklich nur mit meinem Wurzelchakra beschäftigen, mit den Themen oder das Wurzelchakra reinigen, kräftigen. Und wenn eben Themen aufkommen, die mir dann einfach auch aufschicken, anschauen, auflösen und in die Heilung bringen. Und so habe ich das dann eben auch gemacht und mich Tag für Tag, Chakra für Chakra hochgearbeitet, bis ich dann schließlich am Samstag beim Scheitelchakra angekommen bin. Und das war eine gute Idee. Und parallel dazu habe ich gemerkt, dass ich nachts ganz viel träume. Und zwar auch wohl im Traum, im Unterbewusstsein Dinge aufarbeitet. Das heißt, ich habe erstmal so angefangen, also ich konnte ja nichts notieren, weil ich in der Richtung nichts dabei hatte zum Schreiben. Dass ich so von der Kinderstube, von frühester Kindheit erst Träume hatte, die dann einfach von Freitag auf Samstagnacht bis ins jetzige Erwachsenenalter mich begleitet haben. Dass das so stufenmäßig, ich habe auch die Träume nicht gedeutet, was ich ja sonst schon mal mache, dass ich Träume deute durch Aufstellen, Systemstellen oder sowas, um an Informationen zu kommen. Aber hier habe ich es einfach nur wahrgenommen vom Gefühl her und beobachte, wie das Unterbewusstsein da arbeitet und anscheinend auf diesem Weg des Traumes da einfach auch Themen auf ganz sanfte, einfache Art und Weise auflöst und ich so mehr und mehr noch mehr in meine eigene Kraft und Energie und Stärke komme, noch mehr bei mir selbst ankomme und mich selbst gebäre in dieser Gebärmutter der Waldlichtung, um es mal einfach so auszudrücken. Also das war alles eine wunderschöne Erfahrung. Ich würde es jederzeit nochmal machen. Ob ich jetzt nochmal nächstes Jahr oder wann auch immer den Impuls habe, nochmal sowas zu machen, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn man so ein bisschen sich da angesprochen fühlt, wenn du dich angesprochen fühlst, ich habe mit meiner Vermieterin gesprochen, kannst du auch gerne persönlich mir eine Mail schicken, kann ich gerne den Kontakt zu ihr herstellen. Wenn du dich auf so einen Prozess mal einlassen möchtest, dann ja, bist du auch herzlich eingeladen, mal so eine Erfahrung für einige Tage zu machen. Ja, das war mein Aufenthalt in der Auszeithütte. Etwas hatte ich noch mitgenommen zum Schreiben, da muss ich auch noch mal einen kleinen Schwenk machen. Vielleicht kennst du mein Lebensbuch. In einem der Videos habe ich das immer mal wieder erwähnt, das sich da nennt Mein grandioses, traumhaftes Leben. Und da schreibe ich ja jeden Morgen rein. Dieses Lebensbuch schreibe ich jeden Tag rein. Morgens mit der Meditation beginnt da mein Tag. Und das hat sich dann für mich nicht gut angefühlt, für eine Woche da auszusitzen. Deshalb habe ich dieses Buch mitgenommen und einen Stift, und zwar einen ganz speziellen Stift, mit dem ich nur in dieses Buch reinschreibe, und habe so dann auch jeden Tag dieses Buch fortgeführt, jeden Tag eine reingeschrieben. Aber da sonstige Dinge in dieses Buch reinzukraxeln, geschweige denn Seiten rauszureißen, um irgendwelche Notizzettel zu haben, das war ein absolutes No-Go, ein Tabu. Von daher hatte ich mich in der Richtung schon dran gehalten, dass ich ansonsten nichts zum Schreiben irgendwie dabei hatte und mir auch keine Notizen gemacht hatte. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, als sich dann ganz auf diesen Prozess, auf sich selbst einzulassen, wirklich in der Richtung nichts mitzunehmen. Denn selbst wenn ich Podcast jetzt dabei gehabt hätte, sei mal nur von Christian Bischoff, ich wäre ja nicht in meiner Energie gewesen, ich wäre ja in seine sehr inspirierende Energie abgetaucht, aber ich wäre nicht bei mir gewesen. Wenn ich ein Buch mitgenommen hätte und erst das beste, energiereichste Buch, das es überhaupt gibt am Markt, ich wäre nicht bei mir gewesen, ich wäre in diese Energien des Autors oder der Autorin abgetaucht. Und deshalb war es für mich so wichtig, in der Richtung wirklich nichts dabei zu haben. Donnerstags, als ich unterwegs war, da hatte ich meine Vermieterin mit noch einer Helferin im Garten gesehen. Und da hatte ich mal so den Moment, die Idee, ich frage mal, ob ich da jetzt helfen darf. Ich bin ja auch jemand, die gerne im Garten arbeitet. Ob ich mich da jetzt nicht nützlich machen kann, aber dann dachte ich, nee, mach das nicht, dann tauche ich ja nochmal aus meiner eigenen Energie raus, bin mit den Damen da in Gesprächen und bin da in anderen Energien einfach nochmal abgetaucht. Das habe ich also auch wirklich unterlassen. Es ist noch eine Idee gekommen, ein Buch
Der Titel ist auch schon klar, Auszeit in der Hütte mit zweideutigem Namen. Zum einen Auszeit in der Hütte und zum anderen aber auch Zeit in der Hütte. Das ist ganz klar in meinem Kopf entstanden, auch schon mit einer Struktur. Habe ich am Montag, gestern, ersten Tag zu Hause war, mich auch mal kurz hingehockt und mir da so Revue passierend einige Notizen gemacht, sodass da nochmal einiges präsent ist, wenn ich dann in der nächsten Zeit anfange, das Buch zu schreiben. Das wird es am Markt geben. Das wird es wahrscheinlich auch aller Voraussicht nach nicht nur als E-Book geben, sondern eben wirklich auch als physisches Buch. Geplant ist auch in Buchhandlungen zu erhalten sein. Und schauen wir einfach mal, was draus entsteht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange hier meine Rückschau und ja, mein Feedback zu dieser Woche hier war. Ich denke, es war umfangreich soweit. Ich konnte dich da ein bisschen inspirieren, mit ins Boot nehmen, anstecken, wie auch immer, auf welche Art und Weise. Schreib mir gerne mal so deine Gefühle, deine Gedanken auch ins Kommentarfeld. Würde ich mich freuen, auch da im Austausch mit dir zu sein. Und würde sagen, ich schicke dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Interesse, für dein Dabeisein. Alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard. Ciao, ciao.